Diese Aufnahme hat fast historischen Charakter, da wir gegen Ende unserer Reise einmal wegen akuten Treibstoffmangels auf der Strecke geblieben sind. Einen Aufenthalt in Reims nutzten wir, um die herrliche Kathedrale zu besichtigen. Nach langer Fahrt haben wir endlich das erste Etappenziel unserer Reise erreicht. Hier in Paris hielten wir uns 3 Tage auf und wohnten in einem Jugendhotel in dieser Straße. Wir wohnten in unmittelbarer Nähe des Louvre, der nach der Französischen Revolution als Museum genutzt wird. Hier wird auch das berühmte Gemälde der Mona Lisa gezeigt. Ein paar Schritte weiter und wir stehen an der Seine. Hier haben unzählige Händler ihre Buden aufgeschlagen, an denen sie alles von Kunst bis Kitsch zum Verkauf anbieten. In dieser Straße haben sich Blumen und Tierhandlungen konzentriert. Hier kann man vom Truthahn bis zur weißen Maus so ziemlich jedes Haustier erwerben. Thank you.
In diesem Gebäude auf der Seine-Insel hielt man in der Französischen Revolution. Ebenfalls auf der Seine-Insel finden wir die Königin von Paris, Notre-Dame. In dieser herrlichen Kathedrale feierten wir einen Gottesdienst im Gedenken des heiligen Ludwig. Studentenviertel von Paris, Quartier Latin, laden unzählige Kneipen verschiedenster Nationalitäten zum Essen ein. Auf dem Hof des Justizpalastes steht die Kirche Saint-Chapelle, die Ludwig IX. Der Heilige bauen ließ. Die Oberkirche ist sehenswert wegen der vielen herrlichen Fenster.